weitere Seeschlachten folgen jetzt. Getroffen. Könntest du nicht einfach so schnell aufgeben wie dein anderer netter Kollege vorhin? Anscheinend nicht. Ja, schieß halt ins Leere, weil du vor mir wegfährst, Mensch. Komm her jetzt. Versteckt sich vor mich. Von mir. Keil ihn ein, Guybrush, keil ihn ein. An Bord eines Piratenschiffes zu gehen, gefährdet die Gesundheit. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Vollführst du für mich einen klassischen Hammelsprung? Ha! Ich habe dich geschlagen. Ich lasse dich leben, wenn du mir deinen Schatz gibst. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Ja, alle angreifen, obwohl ich keinen Schatz habe. Das ist doch gut, oder? Greif ihn an, Guybrush. Wie Syphilis sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist? Zum dritten Mal. Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Nein, ich nehme deine Beute. Ich muss mal gerade gucken, was ich jetzt alles schon hab. Ja, das habe ich schon. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Jetzt hab ich's, danke. Himmel bewahre, für ein Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Das habe ich wiederum noch nicht. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Arr. Ich krieg die ganze Zeit neue Sprüche, aber leider keine Antworten, Mensch. Komm her. Willst du was Bestimmtes? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Bla, bla. Dass ich nicht lache. So. Das da. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch alleine reicht aus und ich wär kollabiert. Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Hab ich das schon? Ich glaube, ja.
Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separé. Kleiner Leck. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ach ja? En garde, touché. Ich bin Gummi, du bist Stahl. War schön, dass es all das Spiel überlebt hat. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Das heißt, neue Kanonen. Schon wieder da, Mister? Natürlich. Ich bin Guybrush Threepwood und ich bin wirklich ein furchterregender Pirat. Nun, Sie sind sicherlich ein furchterregender Pirat. Aber überlegen Sie einmal, wie viel furchterregender Sie sein könnten, wenn Sie Ihren Satz Bobs baumlange Bomben-Bumskanonen aufrüsten würden auf ein noch besseres Modell. Das habe ich vor. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Ich nehme die Ouchmaster. Die Ouchmaster soll es also sein. Mama! Yippie, neue Kanonen. Hübsch, oder? Der Ouchmeister. Kein übles Kanönchen. Seeschlacht. Nee, du noch nicht. Wie kannst du es wagen, mein Schiff anzugreifen? Naja. Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Viel Glück, Junge. Danke, dir auch. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. En garde, touché. Ach ja? Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. Ich zittere. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du schmalzgesichtiger Wischmopp. Der Schatz gehört dir. Wir haben Beute gemacht. Yippie, noch teurere, bessere, größere und goldenere Kanonen. Kaufen. Gib. Schon wieder da, Mister? Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Ich nehme die Lochmacher Deluxe. Eine Lochmacher Deluxe? Kommt sofort. Mama! Herrlich. Der Lochmacher Deluxe. Ein sportliches Modell mit hervorragender Bremswirkung. Im nächsten Video geht's dann weiter und dann sehen wir sie vielleicht sogar in Action. Bis dahin, ciao.